Das heißt aber auch, dass wenn du Musik hörst, ist es ganz faszinierend, wenn zwischen den Tönen, und ich kann es nur so sagen, wenn zwischen den Tönen maximal auch Stille herrscht. Hey ihr Lieben, willkommen zur 4. Ausgabe von Warm Up Berlin. Ich bin die Isabel und ich freue mich, wenn wir heute gemeinsam ins Wochenende starten. Und passend dazu habe ich hier heute den Master des Sounds Basil von Martion Audio bei mir. Basil, schön, dass du heute mein Gast bist. Wunderschön, dass ich hier sein darf. Ja, es ist mir ein großes Vergnügen. Denn du hast ja tatsächlich auch schon eine mehr als 40-jährige Soundkarriere hinter dir. Bist auf jeden Fall auch ein wichtiger Teil unserer Szene geworden. Und deine Lautsprecher, wie zum Beispiel auch hier die wunderschönen Bullfrogs oder zum Beispiel auch die Orgon, sind international vertreten. Wie kam es dann dazu, dass du schon in den 60er Jahren angefangen hast, Lautsprecher zu bauen? Naja, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber es war so, dass ich am Anfang in der Schule in Musik meistens eine 5 hatte. Also das war etwas seltsam. Und denkt man gar nicht. In einem der ersten Internate, ja, das war das dritte Internat, habe ich einen Ungarn kennengelernt, der zu meinem Freund wurde und der spielte alle Instrumente, die du dir vorstellen kannst. Und das hat mich natürlich unglaublich fasziniert. Und dann habe ich ein bisschen Banjo gelernt und irgendwann hat er mir gesagt, er würde gerne mein Fahrrad haben und dafür würde ich seine Klarinette kriegen. Guter Tausch. Ja, und dann habe ich wirklich angefangen, Klarinette zu spielen, weil ich unter anderem auch diesen Holzton, den mochte ich sehr. Das hatte irgendwas Schönes. Saxophon war nicht so ganz mein Ding, aber Klarinette fand ich sehr schön. Dann habe ich halt am Anfang Unterricht bei einem Feuerwehrmusiker gekriegt, was also halb erotisch war. Das war es also nicht so richtig. Und während dieser Zeit kamen die Stones mit I Can't Get No Satisfaction raus. Und das hat wirklich in der ganzen Szene hat das richtig aufgemischt. Das war so, das war unsere Stimme, das war, I can't get no satisfaction. Und dann ging es, ja, wir müssen eine Band gründen. Ne? Und was spielst du? Ja, ich spiele Klarinette. Naja, das war halt eben für diese Zeit und für diese Musik nicht gerade so besonders. Dann habe ich gedacht, gut, ich lerne Gitarre. Und dann habe ich mir eine Gitarre gekauft und habe richtig, richtig hart und fleißig geübt, Griffe geübt, mir die Finger fast wund gespielt. Und nach und nach ging das dann so ganz gut und dann hat mich auch mal eine Band gefragt, ob ich nicht mal so an einem Abend mit ihnen spielen würde. Die spielten dann so ein bisschen Schrammelmusik und in Kneipen und auf Dorfgasthöfen und sowas. Aber das war der Anfang. Ich kann mich sogar noch entsinnen, dass ich als allererste Mal hatte ich einen ganz komplizierten Text zu singen. My baby loves the hanky panky. Und als ich zum ersten Mal vor dem Mikrofon stand, habe ich den Text vergessen. Oh nein! Das heißt, also ich habe dann nur so irgendwas gemacht und so weiter. Und dann hatte ich auch noch Schiss. Dann habe ich die Gitarre ausgestellt in den Schalter und so weiter. Und das nur, ich war echt aufgeregt. Alle Anfänge so schwer. Fing das an, genau. Und dann haben wir natürlich, weil wir nicht so viel Kohle hatten, haben wir natürlich auch unsere Lautsprecher für die Band selber bauen müssen. Und da war ich dann wieder dran, weil so ein bisschen ein Händchen hatte ich schon dafür. Aber ich bin dann so richtig da in den Spaß reingekommen, schöne Lautsprecher zu bauen. Und dann danach, irgendwann, bin ich dann in Berlin gelandet. Und in Berlin hat mich gleich willkommen geheißen. Unter anderem habe ich dann eine Gruppe kennengelernt, wo dann unter anderem auch die liebe, wie hieß sie? Du meinst bestimmt, du hast mir schon davon erzählt, du meinst die Annette Humpe? Annette Humpe, ja. Genau. Annette Humpe hat auch, das war keine Band, das war einfach eine Zusammenkunft von Leuten, die miteinander Musik gemacht haben. Ne? War ja auch eine super interessante Zeit, wo du in Berlin angekommen bist, so um die 72, ne? Ja. Berlin war eine Insel. Ja. Und diese Insel war irgendwie geschützt. Da war nur da, wer da war. Und es gab meinetwegen auch keinen Rein-Raus-Pendelverkehr wie in Frankfurt oder München oder Düsseldorf oder sowas. Das hatte was. Abends, es gab sehr viele Alte in Berlin zu dieser Zeit noch. Mhm. Die waren abends im Bett. Ja. Und die Nacht gehörte den
der Jugend, wenn der man Jugend. So will. Ne? Schön. Und das fand ich natürlich auch toll. Ne? Und in dieser Zeit habe ich dann tatsächlich angefangen, über einen DJ, den ich kennengelernt hatte, und Kontakte zu anderen Leuten, die sich halt eben mit HiFi und mit Lautsprechern und überhaupt Klang, Stereoanlagen und so weiter, das hat mich total fasziniert. Also das war richtig mein Ding. Dann wurde die Uni auch immer weniger. Ich studierte dann hier Pädagogik, Philosophie und Psychologie und so weiter. Wow, einmal einen Haufen. War es nicht so richtig. Und ich habe mich sehr, sehr engagiert, auch in dem Laden dann mit Lautsprechern und Lautsprecher zu bauen. Und dann habe ich davon gelebt. Das war wirklich mein, und es ging gut davon zu leben irgendwie, weil das war damals eine unglaubliche Zeit des Aufbruchs. Die Jugendlichen wollten keine Mopeds oder Motorräder oder sowas, sondern es ging einfach Stereoanlage. Wer hat eine Stereoanlage und wie gut und so weiter. Ne? Und dann kam es so, dass ich auf jeder Party, auf der ich war, kriegte ich zwei, drei Bestellungen für Verstärker, für Lautsprecher und so weiter. Und so bin ich irgendwie langsam in diesen Sache hineingerutscht. Ne? Auch damals schon. Ist auch irgendwie cool, dass man Bandmitglied ist. Du bringst dir dann Instrumente bei und dann aus der Not, weil man kein Geld hat, fängt man dann irgendwie an, sich Lautsprecher zu bauen. Das ist irgendwie schon echt sehr cool. Und du bist immer noch dabei geblieben. Also, ja. Ja, das war auch deswegen so, weil ich dann für mich selber von der Linie, die ich dann bisher gebaut hatte, diese normalen Lautsprecher, wenn du so willst, ja, bin ich etwas abgerückt und habe durch einen Freund zum ersten Mal das sogenannte Clipshorn gehört. Das war damals der Klassiker und galt als Top-Lautsprecher auf der ganzen Welt letztendlich. Das wurde 1947 das erste Mal gebaut. Das heißt, das war also auch schon länger auf dem Start. Mhm. Und als ich das zum ersten Mal hören durfte geradezu, war ich eigentlich danach ein bisschen enttäuscht, weil es mir nicht so gut gefallen hatte. Aber ich habe gemerkt, dass da wohnte was dahinter. Da war irgendwie eine Faszination dahinter, die vielleicht nicht richtig rausgearbeitet war oder was auch immer. Und dann habe ich angefangen, mit einem Kumpel zusammen Hornlautsprecher zu bauen. Und damals gab es auf der ganzen Welt wenig Hornlautsprecher, im Wesentlichen nur auf der Bühne oder in Bahnhöfen oder auf Schiffen oder sowas. Ne? Aber in der HiFi waren die relativ unbekannt. Und dann haben wir 1977 auf der Funkausstellung zum ersten Mal meinen neuen Lautsprecher vorgestellt, oder unseren neuen Lautsprecher vorgestellt, mit dem Namen Exodus. Mhm. No? Und der Erfolg war nett. Okay. Also wir konnten so gerade unsere Werkstatt und unsere Materialien und sowas davon kaufen und so weiter, aber Großbusiness war das halt eben nicht. Ne? Und dann ist einer meiner Kumpel, der ist dann auch ausgestiegen, weil er geheiratet hat und weggezogen ist und sowas, und dann war ich alleine in dem Laden und habe dann immer mehr angefangen, die Sachen, die ich schon gebaut habe, zu verfeinern und kriegte dann in den bekannten HiFi-Zeitungen in Deutschland, kriegte ich dann richtig gute Tests, okay, und war dann oft sogar Testsieger. Oh, wow. Und das hat damals noch ein bisschen gewirkt. Heute ist so, wenn du heute einen Testsieger in der Zeitung machst, da fällt meistens kein Kreis mehr um. das ist halt heute. Ne? Okay, ja. Und damals wurde man noch richtig bekannt, wenn man einen Testsieger hatte. Ne? Und dann habe ich das eine ganze Weile, habe ich dieses Konzept verfolgt und habe dann auch die Exodus verbessert und so. Und das ging fast bis Mitte der 90er Jahre. Ja, weil also so um die 2000 hattest du ja dann deinen richtigen Durchbruch mit der Orgon. Oder? Das ist richtig. Ja. Das war wirklich ein Durchbruch. Mhm. Und da kriegte ich dann auch, da bin ich auch ganz stolz drauf gewesen, da kriegte ich dann auch in der Deutschland größten HiFi-Zeitung oder bekanntesten HiFi-Zeitung von einem sehr, sehr kritisch bekannten Redakteur den längsten Artikel, den er je geschrieben hat. Da kriegte ich eine Frontseite. Wow. Kriegte 12 Seiten Text. 12 Seiten? Am Ende stand der beste Lautsprecher, den wir je
bei uns im Studio hatten. Und das war natürlich eine Einweihung. Das ist natürlich ein sehr großes Kompliment, aber ich meine, es ist auch wirklich Wahnsinn. Das fand ich auch. Und das war auch für viele nachvollziehbar. Dann auf der Messe in Frankfurt damals, die High-End, waren dann wirklich, als ich zum ersten Mal die Orgon auf der High-End vorstellte, waren natürlich auch wirklich alle Kollegen da und alle haben gesagt, ja, das ist schon was ganz Ordentliches irgendwie. Ne? Also das war ein großes Glück und ein großer Support, den ich da auch irgendwie bekommen habe. Ja, das ist ja super. Also was ich habe es ja auch schon mal über deine Anlage, also Musik hören dürfen. Und was mich daran so begeistert, ist, dass also es klingt so, wie als wäre man bei einem Live-Konzert, ne? Wenn man dadurch was anhört. So man hat wirklich dieses Gefühl von, man hat die Musiker vor sich sitzen. Und das ist schon echt was Besonderes. Na, das ist die Absicht ja auch letztendlich. Ja. Ne? Ich meine, wir müssen davon ausgehen, was wir normalerweise hören, ist eine Kopie. Mhm. Ist nicht original. Ja. Ne? Und jedes Menschen, der eine Lautsprecheranlage oder Verstärker oder sonst was baut, der versucht auch genau dahin zu kommen. Das ist völlig normal. Und ich hatte, glaube ich, auch Glück in dem Sinne, dass ich auf Hornlautsprecher gesetzt habe. Weil Hornlautsprecher halt eben Eigenschaften haben, die andere Lautsprecher so nicht haben. Und da ich mich da halt als allererster richtig eingearbeitet hatte, wieder, denn Hornlautsprecher sind uralt, ja. Ne? Nur um dazu kurz zu kommen, der erste Hornlautsprecher oder zumindest das erste Horn war möglicherweise nichts weiter als das, wenn man ruft. Ja. Die beiden Hände zum Horn zu formen, wenn man ruft, wird es lauter. Ja. Es ist definitiv so. Und dann gab es wahrscheinlich Leute, die haben dann Muscheln am Strand gefunden und da war unten ein Loch drin, haben sie reingeblasen und plötzlich kam da ein richtiger Ton raus. Und manche haben das auch mit Kuhhörnern gemacht und so weiter. Und so kam das Horn praktisch aus der Natur in die Menschheit rein. Am Anfang war es wahrscheinlich gar keine Musik, aber es wurde dann nach und nach zur Musik. Und ist also praktisch das Horn deiner Meinung nach das beste Wiedergabemedium? Naja, jein. Es gibt viele Konzepte. Es gibt vor allem zwei grundsätzliche Konzepte, was Lautsprecher anbelangt. Das eine sind Elektrostaten und das andere sind dynamische Lautsprecher. Und die Elektrostaten gehen mit Spannung, mit Hochspannung. Und dann bewegt sich eine Folie zwischen zwei Gittern, die hin und her schwingt und den Ton erzeugt. Und beim dynamischen Lautsprecher ist es so, dass wir haben eine Schwingspule, die ist mit Kupferdraht umwickelt und die ist da in einem Magnetfeld drin. Und wenn da Strom durch diese Kupferspule durchgeht, dann fängt die an zu zittern oder zu wackeln im Rhythmus der Musik. Und die ist dann verklebt mit einer Membran und die Membran wackelt dann und gibt praktisch den Schall nach draußen ab. Mhm. Das sind also zwei erstmal grundsätzliche Prinzipien. Das Horn ist eigentlich nur ein Zusatz, wie so auch nur ein Zusatz ist im Grunde genommen. Das verstärkt das sozusagen, man sagt zum Beispiel, dass ein Horn verstärkt, aber das tut es natürlich nicht, weil verstärken kann nur etwas, wo Energie reingeht und wie ein Verstärker. Ne? Da geht Strom hinein, der verstärkt das dann, der macht es lauter. Beim Horn ist es so, dass es nur den Wirkungsgrad erhöht vom Ausgang, was man hat. Ja. Ne? Und das ist wichtig zu wissen. Dann war es allerdings so, Hörner hatten kein gutes Image. Das kam unter anderem erstmal historisch gesehen von Jericho, weil man weiß, in Jericho sind die Mauern eingerissen worden, indem die Leute in Hörner geblasen haben und dann sind die Mauern zusammengefallen. Ob das nun historisch ist. Aber es ist eine Geschichte. Ne? Okay. Die viel, viel, viel später kamen Hörner dann wieder, wenn du so willst, in Mode, als es langsam darum ging, in den 20er und 30er Jahren, dass man Verstärker hatte und dass man dann Lautsprecher bauen konnte, die halt eben jede beliebige Musik wiedergegeben haben. Und da man aber ganz am Anfang nur Verstärker hatte, die nur über ein paar Watt verfügten, musste man Lautsprecher bauen, die sehr, sehr hohe Wirkungsgrade hatten, sonst brachte das nicht viel. Und deswegen musste man Hörner nehmen. Und wir kennen alle noch, vielleicht von der Oma auf dem Dachboden oder sowas,
das alte Grammophon, was aufgedreht wird. Und das hat, das war richtig das erste richtig klassische Horn und die erste klassische, wenn du so willst, Stereoanlage, obwohl es natürlich Mono war, die benutzt wurde. Und das klang auch zum Teil recht schepprig. Ne, und blechern und so weiter. Und da, auch da kam ein bisschen das Image, dass Hörner irgendwie im Bass dröhnen, in den Mitten quaken und in den Höhen irgendwie schrill sind und so weiter. Ne, das war so grundsätzlich erstmal in die Richtung, wie Hörner beurteilt wurden. Und das hat mir irgendwie, das hat mich gereizt. Das war eigentlich der Urreiz, die Hörner zu zivilisieren, würde ich mal sagen. Also irgendwie, dass es... dass die so klingen, dass man es gerne mag. Und gleichzeitig natürlich das Potenzial der hohen Dynamik, das heißt eben Wirkungsgrad und so weiter, dass das beibehalten wird. Und das scheint mir dann letztendlich in 2000 mit der Orgon dann richtig final gelungen zu sein zu dem Zeitpunkt. Das hat dann auch wirklich... meinen Job oder Karriere nennen es oder sowas, dann hat das wirklich beflügelt. Und da gab es auch wirklich dann den internationalen Kick, dass das dann auch Leute in Australien und so weiter gehört haben und dann haben wollen. Und dann war natürlich eines klar, ich lernte dann unterwegs, das war glaube ich noch vor 2000, lernte ich Ricardo kennen. Mhm. Und am Anfang sogar Thomas Brinkmann, der eigentlich der Urkern der Menschen war, die mich dann Richtung elektronischer Musik, also Techno und so weiter gebracht haben. Die hörten die Lautsprecher und wollten die haben. Und dann ist das immer weiter in die Welt hinausgetragen worden. Und ich mache ja praktisch keine Werbung, sondern meine Werbung ist halt eben Mund zu Mund. Propaganda, das stimmt. Wenn du so willst. Und das ist eigentlich für mich auch die angenehmste Art und Weise, wie sich das fortsetzen kann. Ne? Also ich habe, glaube ich, auch zum ersten Mal habe ich wirklich deine Hörner auch gesehen aus einem Video damals. Das war bei Ricardo im Studio. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war die 24 Stunden Berlin oder Feiern-Doku. Ich bin mir gerade nicht sicher, welche. Ne? Ja. Und da habe ich die tatsächlich auch zum ersten Mal gesehen. Mhm. Ja, ist ja auch wichtig, dass Leute so eine Qualität nach außen tragen. Ja, klar. Und es ist mein Ding inzwischen. Ja. Und ich bin da halt auch ein bisschen wie reingestolpert. Das war also kein Plan. Ich hatte also nicht als Kind den Plan, Lautsprecher zu bauen oder irgendwas Ähnliches. Ich wusste eigentlich gar nicht, was ich wirklich machen wollte. Aber schon in den 60ern damit angefangen. Was durch die Kontakte, Wahnsinn. Die ich hatte und auch die Bestätigung, die ich bekommen habe oder so, wächst man dann hinein. Und mit dem Horn, ja, um nochmal auf das Horn zurückzukommen. Du versuchst ja für uns, was du ja auch schaffst, oder nicht nur mit dem Horn, allgemein mit deinen Lautsprechern, so ein wunderschönes Klangerlebnis zu erzeugen. Worauf achtest du denn dann im Besonderen beim Bauen deiner Lautsprecher? Das ist ein weites Land natürlich. Und es gibt da auch nicht ein Rezept. Erstmal ist es, glaube ich, wichtig, dass man über eine gewisse Höherfahrung und auch eine gewisse Gelassenheit verfügt. Ich kenne zum Beispiel so Geschichten, das passierte mir öfters mal, dass ich eine ganze Nacht lang an einem Lautsprecher gebaut habe und morgens um 6 oder um 8 irgendwie hatte ich das Gefühl, wow, jetzt ist es super. Aber ich war dann so müde, dass ich dachte, jetzt muss ich erst mal schlafen. Und dann habe ich geschlafen bis zum Nachmittag, am nächsten Tag quasi, und gleich war ganz aufgeregt, gleich das angemacht und habe gedacht, Alter, was hast du denn da die letzte Nacht irgendwie zusammengebastelt? Das gab's. Und das gab's auch schon öfters oder so. Also man muss irgendwie schon, man kann auch in so einen Hype hineingeraten und man schießt sich dann raus und man schießt sich dann raus. Ne? Und wenn man dann mit einem gewissen Abstand das wiederhört, sagt man, naja, gut, am besten, man verzeiht sich dann. So geht es ja aber auch ganz vielen Produzenten, ne? Dass man irgendwie mal die ganze Nacht im Studio verbringt und man denkt, wow, das ist jetzt ein Hammer-Track. Ja. Und dann hörst du dir den am nächsten Tag an und du denkst dir, ach du Scheiße. Absolut ähnlich. Ne? Aber es ist einfach so, was ich bin, was ich gemerkt habe, was ich bin ein unheimlich
intensiver Mechaniker. Ich liebe Mechanik, ich liebe meine Hände, das Nennen zu kreieren und so weiter, das Handwerk, basteln, bauen, entwickeln und sowas ist eine ganz tolle Sache. Also das habe ich schon immer geliebt, glaube ich, als Kind. Wecker auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt und sowas natürlich. Und deswegen habe ich mir eine Werkstatt jetzt zugelegt. Da, ich glaube, ich habe inzwischen 7 Drehbänke und alles mögliche, Fräsen und was man so braucht zum Basteln und sowas. So können wir inzwischen alles machen und alles verändern halt auch. Ne? Also ich tue dann also nicht ins Bergwerk gehen, Eisen schlagen und daraus irgendwie Lautsprecher bauen oder aus Membranen, aus Pappe. Das kaufe ich alles dazu von Leuten, die das Geschäft verstehen, die das drauf haben und so weiter und kombiniere das dann und tue dann auch meine eigenen Sachen doch damit rein und das wird dann wieder gehört und beim Hören ist es sogar so, beim Entwickeln muss ich sagen, da bin ich meistens, eigentlich würde ich sogar sagen, immer total allein und da kann ich auch keinen vertragen, der da kommentiert oder irgendwas fragt oder so. Da muss ich dann wirklich mein Ding machen, durchziehen. Das kann auch lange dauern manchmal. Und am Ende, dann lade ich nach Möglichkeit Freunde und Leute, von denen ich weiß, die haben gutes Beurteilungsvermögen, die lade ich dann ein. Und dann sollen die sagen, was sie zu sagen haben. Auch kritisieren natürlich. Ne? Ja, Kritik ist ja immer wichtig, gutes Feedback. Und das hat bisher funktioniert, dieses Konzept. Und hat mich auch bis dahin getragen, wo ich jetzt bin. Sehr schön. Und du bist ja auch nicht nur ein Supermechaniker, sondern du warst auch in den 80ern sogar auch ein Clubbesitzer. Also du warst Mitgründer von einem Club. Ja, ich war Mitglied. Nämlich Far Out war der Name, ne? Das Far Out war eigentlich sogar fast schon wie mein Wohnzimmer. Ja. Also es wurde 83, wurde das gegründet am Leniner Platz gegenüber der Schaubühne. Ja. Und hat dann, glaube ich, 25 Jahre lang durchgehalten. Wow. Und war wirklich zeitweise ein Zentrum. Es gab zum Beispiel Anzeigen von DJs im Tipp und im City. DJ Far-Out-Stil. Also das war ein Begriff, welche Art von Musik da gespielt wurde. Und was war das dann für eine Art von Musik? Also ja, breitbandig. Ja. Es war also nicht jetzt nur Hip-Hop oder nur Rock oder nur Heavy-Metal oder sowas. Wurde alles gespielt. Ne? Mhm. Auch mit ein bisschen einer Richtung von, was würde ich sagen heute, so Ethno oder sowas. Ne? Also jetzt nicht nur Hits hoch und runter, sondern auch ein bisschen ungewöhnliche Musik. Und das fand ich natürlich auch toll. Ah, ja. Außerdem war die Atmosphäre, das Far Out war die erste Disco, die in weiß war. Bisher, davor waren fast alle Discos waren schwarz. Dunkel, schwarz, du hast kaum die Mädels richtig gesehen und so. Und ich glaube, das war auch ganz wichtig, dass man in dieser damals Disco irgendwie auch sich sehen konnte richtig gehend. Ne? Ja. Und dass es eine helle Atmosphäre war und eigentlich auch eine sehr freundliche Atmosphäre. Ne? Schön. Und dann wurde das halt auch von Sanyasin gegründet, also von der Bhagwan-Bewegung damals, heute heißt er Osho. Das ist das Gleiche. Und denen habe ich mich dann immer mehr genähert und angeschlossen. Kannst du uns an der Stelle vielleicht mal kurz erklären, was denn die Bhagwan- bzw. Osho-Bewegung war? Also wofür standen die? Also es war erstmal ganz plakativ gesagt, sowas wie eine Sekte. Okay. Aber mit nicht so dollen negativen Eigenschaften einer Sekte. Das war halt irgendwie so, wir kriegten nach und nach beigebracht und das hat mir sehr geholfen in meiner eigenen Entwicklung. Selber denken, selber fühlen. Und nicht nur Sachen übernehmen von außen, was gerade hip ist oder was deine Eltern wollen oder was deine Lehrer oder wer auch immer irgendwie oder der Staat von dir will, sondern einfach erstmal Selbstvertrauen zu entwickeln, durch Übungen auch. Das ging von stiller Meditation bis zu dynamischen Übungen, wo wir uns gegenseitig angeschrien haben und getobt haben und alles Mögliche. Das ganze Spektrum. Und das befreit. Das wusste ich damals nicht. Das wussten die aber. Mhm. Und deswegen habe ich mich da wirklich angeschlossen und bin dann sogar auch nach Indien gefahren und wurde dann nach Indien eingeladen geradezu, weil die in Indien brauchten dann für,
4000 Leute eine riesige Anlage, die gebaut werden musste unter indischen, damals fast Steinzeitbedingungen, ich werde es nie vergessen. Aha. Die wussten noch nicht, was ein Gärungsschnitt war irgendwie, das war also alles schon relativ wild. Und da habe ich dann in Indien für die Buddha Hall habe ich dann 4 große Lautsprecher gebaut, die, glaube ich, heute noch funktionieren. Und das war 1987. Wow, okay. Ja. Und wie hat dich das so als Mensch geprägt? Also, dass du auch so von Osho dann gelernt hast und dass du dann auch in Indien unterwegs warst? Also, es hat mich nicht nur geprägt, sondern es hat mich geradezu umgedreht. Verändert. Ich komme aus einem kleinen Dorf, ganz schnuckeligen Dorf in der Nähe von Fulda, also Vorderrhön, schwarz-katholisch und mit den üblichen katholischen Geschichten, sexuelle Repression und alles Mögliche. Und da endlich wieder ein ganz anderer Wind. Auszubrechen einfach aus dem Ganzen. Ja, nicht nur auszubrechen, sondern auch in was Neues zu bekommen. Mhm. Und vor allem halt über Selbstvertrauen. Und auch Selbstvertrauen zu den eigenen Gefühlen. Das kannte ich vorher so nicht. Und das ist ja sehr, sehr wichtig. Ja, das habe ich nachher auch gemerkt. Das hast du auch. Und deswegen bin ich heute noch glücklich, dass ich da, wenn du so willst, beigetreten bin. Und ich habe dann sogar im Anschluss, das war sogar nach dem Tod des Meisters, den ich miterlebt habe in Pune selber, was ein Wahnsinnserlebnis war, das muss ich wirklich sagen. Das sind eigentlich die 3 größten Erlebnisse meines Lebens. Das ist einerseits der Fall der Mauer, den ich in Berlin erlebt habe. Das ist die Geburt meines Sohnes. Mhm. Das ist der Tod des Meisters in Indien gewesen. Das sind also 3 Sachen, die werde ich nie vergessen. Wow. Ne? Und danach habe ich dann sogar noch ein Therapeutentraining angefangen, was dann in Holland und in Berlin passierte. Und das habe ich über 8 Jahre durchgehalten und zu Ende gemacht. Und das hat mein Leben grundsätzlich verändert, hat mich sehr, sehr, sehr viel ruhiger gemacht. Mhm. Während ich vorher eigentlich immer so ein bisschen drauf war, ich hatte dir das schon mal erzählt, wie sage mir, dass ich toll bin. Ja. Und so konnte ich mir das selber sagen. Also sehr inspirierende und interessante Geschichte. Genau. Du hast auch gerade angesprochen, dass ihr auch so Übungen hattet, zum Beispiel in der Stille zu sein. Und ich kann mich da an einen Vortrag von dir erinnern, wo du das auch schon mal angesprochen hattest, dass du hast über die Bedeutung der Stille gesprochen und dass man Vergnügen an der Stille irgendwie erleben muss. Und das war auch in Indien, dass du da in einem Raum warst mit 4000 Menschen und so die pure Stille für dich erfahren hast. Also wie wichtig ist denn Stille und Musik im Vergleich für dich? Und wirkt sich das auch dann irgendwie auch auf deine Arbeit dann schlussendlich aus? Ja, sicher. Stille ist eigentlich nichts anderes als, Musik ist nichts anderes als die Interpunktion von Stille. Mhm. Das heißt also, die Urkraft, die Ursoße, wenn du so willst, ist Stille. Ist einfach Stille. Und alles, was aus dieser Stille herausragt, ist halt eben dann Ton oder Musik oder Sprache und so weiter. Ne? Und das bezeichnet man in der Musik als ganz normalen Fachbegriff als Dynamik. Die Dynamik ist praktisch der Punkt zwischen dem leisesten Ton oder der Stille und dem lautesten. Ne? Und mit Hörnern kriegst du automatisch das Werkzeug, praktisch optimale Dynamik zu machen. Also es gibt so gesehen keinen Lautsprecher, der dynamischer ist als ein Horn. Mhm. Das dazu, das heißt aber auch, dass wenn du Musik hörst, ist es ganz faszinierend, wenn zwischen den Tönen, und ich kann es nur so sagen, wenn zwischen den Tönen maximal auch Stille herrscht. Es gibt viele Lautsprecher und auch viele Musik oder sowas, die zieht so durch. Da ist keine Stille dazwischen. Und das nervt. Das ist auch manchmal so ein bisschen so, wenn DJs Musik spielen, gibt es einige, die halt immer volle Kachel spielen und durchgängig immer dieselbe Dynamik haben. Das finde ich langweilig. Wäre außerdem zieht es dich auch irgendwann zu. Mhm.
ich finde es total wichtig, wenn auch unter anderem ein DJ mal mit dem Masterfader mal spielt und mal ein Stück ein bisschen lauter zieht und mal ein bisschen runterzieht oder sowas. Das ist total wichtig. Und Stille selber ist für uns, glaube ich, alle total wichtig, weil zum Beispiel nachts, wenn du an einer Straße schläfst oder so, wo du ständig den Straßenlärm hörst oder sowas, dann kannst du keine richtige Stille erleben. Und auch keine Ruhe. Es ist ja unterbewusst, stresst es einen ja auch. Das gilt im Praktischen manchmal sogar für, wenn jemand eine Einzimmerwohnung hat, für den Kühlschrank, der in der Wohnung steht. Dann anfängt zu brummen oder sowas. Ja. Ne? Da kann man was gegen tun. Richtig praktisch was gegen tun. Das heißt, man kann selber dafür sorgen, dass man Plätze bekommt, vor allem halt nachts, wo man möglichst Stille hat. Und das ist ähnlich wie mit der Lichtverschmutzung, ist das auch mit der Lärmverschmutzung in unseren Ländern. Es gibt so unglaublich viele Leute, die laufen fast nur noch mit Earplugs rum und drehen die auch ein bisschen viel ab. Das schadet auf Dauer richtig dem Gehör. Und es macht dich auch psychisch irgendwann platt. Ja, das stresst, oder? Es strengt richtig an, weil unser System ist so, wir können die Augen schließen, dann sehen wir nichts mehr, dann ist es dunkel im Wesentlichen. Aber die Ohren schließen können wir so gesehen nicht. Deswegen ist es sogar manchmal so, ich rate den Leuten hin und wieder, wenn sie an Orte kommen, wo einfach Stille oft nicht so richtig möglich ist, Earplugs. Das ist die erste, einfachste Methode, um ein bisschen mehr Lärm zu eliminieren oder sowas, ne? Basil, du hast jetzt gerade eben schon mal ein paar Tipps gegeben, auch für DJs. Hast du denn noch so ein paar Tipps für unsere Musikliebhaber und DJs und Produzenten da draußen? Naja, es gibt unheimlich viele Sachen. Als Beispiel habe ich gerade auch vorhin auf dem Gang erzählt, irgendwie. Es kann sein, dass wenn du einen Plattenspieler hast, den irgendwo im Raum hinstellst, kann es sein, dass du es irgendwie merkst, dass es dröhnt. Und manchmal hilft es einfach, wenn du den Plattenspieler um einen halben Meter auf die Seite stellst, weil man ihn dann aus dem Schwingungsbauch, was der Raum vorgibt, rausnimmt und dann in einen Schwingungsknoten hineinbringst, wo halt eben keine Schwingung ist und plötzlich hört das Dröhnen auf. Ne? Interessant. Das ist eine Möglichkeit. Was auch noch eine Möglichkeit ist, wenn du einen Tisch hast, der halt ein bisschen, der wie ein Mikrofon letztendlich wirkt, was auf den Plattenspieler dann wieder zurückwirkt oder so, ist, dass man ein kleines Kästchen sich baut, das mit Sand füllt, unten drunter eine Schaumgummimatte und dann da den Plattenspieler reinstellt. Das bringt's. Das habe ich in Discos gemacht. Ich habe im Far Out zum Beispiel in den Ausschnitt von der DJ-Box, wo normalerweise der Plattenspieler reingehört, da habe ich dann halt auch dafür gesorgt, dass dann ein kleines Kästchen, wenn du so willst, reingebaut wurde, was sandgefüllt war und da den Plattenspieler reingepackt und dann den an Fäden oder gar irgendwie Federn oder sowas aufgehängt. Das bringt's richtig. Ne? Das ist die eine Geschichte. Die andere hatte ich schon erwähnt. Das Sand ist, im Allgemeinen. Ne? Sand ist ein wunderbares Material, ist nicht teuer, einfach zu kriegen und so weiter. Und Sand essen Schwingung auf. Weil wenn sich Schwingung bewegt oder so, bewegen sich die feinen Sandkörnerchen und also ziehen Energie raus. Das ist super. Und auch halt für Isolation zum Nachbarn oder für den Fußboden unten drunter, wenn das irgendwie geht, ist Sand eine ganz, ganz entscheidende und wichtige und gute Geschichte irgendwie. Ne? Und wie würde man den Sand, also wenn man das jetzt zum Beispiel im Studio verwenden will, um praktisch irgendwie die Wand oder den Boden zu dämmen, wie würde man das machen? Das ist dann schon eine aufwendige Geschichte. Bei Ricardo habe ich das gemacht übrigens. Der hatte eine Wand, da konntest du dagegen schlagen, dann macht die dünn, dünn, dünn. Das heißt also, diese Wand dröhnt immer mit. Und da habe ich eine Vorsatzschale davor gesetzt bei ihm, unten im Studio, bei ihm privat zu Hause und habe das dann richtig mit, glaube ich, 5 cm Sand aufgefüllt. Und da kannst du jetzt gegenklopfen, das macht nur du. Überhaupt keinen Ton mehr zu hören. Ne? Und das bringt es richtig. Ne? Das sind kleine Tipps, die richtig speziell sind, wenn du es brauchst. In Räumen, vor allem Räume mit Rigips. Rigips ist so das schlechteste Material, was du eigentlich haben kannst in deiner Umgebung. Weil Rigips schwingt, nimmt die Schwingung halt eben auf, saugt dir den Bass raus und trotzdem gibt es die Schwingung langsam wieder ab.
Und das ist halt eben das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja einen knackigen Ton und einen knackigen Bass halt eben haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Andere Tipps, das, was ich schon mal sagte, ist irgendwie, ich finde es ganz, ganz wichtig, mit der Dynamik, also mit dem Masterfader irgendwie ein bisschen zu spielen und manchmal lautere und leisere Stellen irgendwie zu fügen, weil das einfach lebendiger klingt, als wenn das immer dieselbe Lautstärke hat, was einschläfernd wirkt und auch für das Gehör im Grunde genommen nicht so besonders gut ist. Ne? Tipps für DJs. Ich meine, der DJ ist der hohe Priester. Das muss er auch irgendwie sehen. Und er ist dafür da, auch die Reflexion und das Feedback von seinen Leuten irgendwie mitzukriegen und sich darauf einzustellen. Und wenn er das macht, ist er erstmal ein richtig guter DJ. Sehr wichtig, ja. Unabhängig von seiner Auswahl von Musik und Platten oder sowas, was er hat. Ne? Ja, ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Aufgabe so als DJ, ne? Diese Macht, die man hat, dann auf die Leute einzugehen und dann diese Gefühle, die man so als DJ durch die Musik hervorbringen kann, ist schon auch was sehr Besonderes. Du kannst richtig eine Gruppe von Leuten damit richtig fahren. Hm. Ich habe das selber auch in meinem Therapeutentraining habe ich das gemacht, dass ich dann da natürlich auch DJ einfach wurde und so weiter und gesehen. Und dann hat der Therapeut vorher gesagt, ja, bring die mal ein bisschen lebendig hoch und so weiter, damit die frisch und wach sind und so weiter. Ne? Und das habe ich gemacht. Und dann kam der hoch auf die Bühne gestürzt zu mir und sagte, ey, ist zu viel. Du musst dich jetzt wieder ein bisschen runterfahren oder so. Das geht mit Musik. Mhm. Und das ist spannend, ja, mit den Leuten zu korrespondieren. Das geht jedem anderen Künstler im Grunde genommen genauso. Ja, recht hast du. Ja, Basel, also wir haben mal wieder heute, also ich auf jeden Fall und die Leute da draußen mit Sicherheit auch sehr viel Spannendes und Interessantes von dir erfahren. Jetzt freue ich mich umso mehr über die Musik auch, die du mitgebracht hast. Und ja, und deswegen, genau, wir machen jetzt auch weiter mit dem Listening-Part. Bleibt dran!